Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute ganz kurz, knapp und bündig eine neue Platte vorstellen. Und zwar die neue Platte von den Libertines. Die kam am 5. April 2024 jetzt gerade raus. Ich habe mal die besorgt und mal angehört. Und wenn ihr wissen wollt, was ich davon halte, nach dem kurzen Intro erzähle ich mehr. Ja, also hier ist das gute Stück. Das ist das vierte Album der Band. Die Band ist 1997 gegründet aus England, haben damals auch so die Britpop-Welle mitgenommen, obwohl es ging eigentlich eher so los mit Richtung Garage-Rock und dann so ein bisschen britisch. Haben, wie gesagt, drei Alben schon draus. Die sind relativ ruppig und auch rau. Man kann sagen, es sind noch einige Fehler auf den Platten drauf. Also man hört zum Beispiel die Gitarren, die verspielen sich manchmal. Ist ja die Frage, ist das gewollt, dass das eigentlich so ein bisschen rauer klingt, ein bisschen ja den Live-Charakter hat? Oder konnten sie es wirklich nicht besser? Keine Ahnung. Es kann vielleicht daran liegen, die ersten drei Platten haben sie eigentlich nie nüchtern aufgenommen, hat Pete Doherty selbst gesagt, also der Sänger von der Band und teilweise auch Gitarrist. Er hat ja einige Schlagzeilen gemacht mit Drogenproblematik, dann auch schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und die ersten drei Platten haben sie eigentlich immer unter Drogeneinfluss, Alkohol und so weiter aufgenommen. Und erst jetzt, seit 2021, sagt er, ist er clean. Da kam seine Tochter auf die Welt. Und das hört man auch extrem auf der Platte, finde ich. Die ersten drei Platten waren gut, haben mir gut gefallen. Das war aber wirklich so richtig ungeschliffener Rock. Und hier, die Platte klingt schon etwas, ich muss nochmal sagen, wie ich es immer erwähne, sie sind erwachsener geworden, es klingt aufgeräumter, es klingt viel, viel präziser. Vor allem, früher waren nur zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug. Hier ist mal ein Orgel mit dabei, da ist ein Klavier dabei, da sind Streicher dabei. Was ganz Besonderes, sie haben auch einen Chor, also nicht nur ein Background-Gesang von der Band selbst, sondern sie haben auch so Frauenstimmen als Chor hinten dran. Das klingt schon sehr, sehr schön. Platte an sich, Cover ist stabil, ist so ein bisschen angeraut, aber nichts Besonderes. Die Platte ist einfach eine ganz normale Platte, keine 180 Gramm oder so. Ist ein ganz normaler Schuber noch dabei, nicht gefüttert. Und ansonsten, ja, unspektakuläres Cover, aber die Platte an sich ist sehr, sehr schön. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben hier zu den Titeln. Und zwar der erste Titel, Run, 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 ist so ein klassischer Libertines-Titel. Also der könnte genauso gut auch damals in Anfang 2000 auf den Platten drauf gewesen sein. Geht es weiter mit dem zweiten Titel, der heißt Mustang. Das klingt für mich total nach Rolling Stones, aber wirklich, also 1:1. Dann Nummer 3 ist wieder so ein klassischer Libertines-Titel, was mir sehr gut gefällt, ist auf der ersten Seite der letzte Song. Das ist eine ganz wunderbare Ballade, relativ traurig, nur mit Klavier, Bass und ich glaube so ein bisschen Streicher dabei. Und da sieht man auch, dass der Pete Doherty singen kann. Bei den alten Sachen war es ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gewollt war oder nicht, aber das klang schon so ein bisschen ruppig. Teilweise hat das noch nicht ganz gestimmt mit der Tonart oder so. Da waren viele Patzer und Fehler drin. Aber wie gesagt, das kann gewollt sein. Aber hier merkt man einfach, dass es auch anders geht. Fand ich auch sehr schön, diese Ballade. Dann auf der zweiten Seite geht's los mit Oh Shit. Das ist auch so ein klassischer Libertines-Titel, finde ich. Und der zweite Titel, Night of the Honda, ist auch wieder eine wunderschöne Ballade. Sehr, sehr traurig. Dann ist Shiba ist noch mit drauf. Das ist die zweite Single-Auskopplung, beziehungsweise das sind die zwei, also Run, Run, Run und Shiba sind die zwei Titel, die auch schon vorher so man streamen konnte. Ich muss dazu sagen, ich habe mir das Album einfach so gekauft, ohne vorher reingehört zu haben und habe mir es schon vorbestellt, weil mir die alten Sachen von den Libertines gut gefallen haben. Pete Doherty hat ja später auch die Baby Shambles gehabt, dann war da wieder Schluss, dann ging es weiter mit den Libertines und war auch wieder so On-Off-Modus. Und wie gesagt, ich habe mir die einfach so gekauft, weil mir die ersten Platten gut gefallen haben. Die habe ich selbst nicht. Das ist mein erstes Album von den Libertines. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich kann es jedem empfehlen. Es ist nicht teuer, es hat ein paar 20 Euro kostet. Ich habe Glück gehabt, meine Platte ist in Ordnung, die ist nicht wellig, nichts. Klingt gut, keine Störgeräusche drauf, macht Spaß zu hören und ist auch super abgemischt. Von daher für mir eine ganz klare Empfehlung, wer so ein bisschen was mit Britpop oder auch mit so einem England-Gedöns anfangen kann, ist mit dieser Platte gut bedient. Also einfach mal reinhören.
bisschen Feedback geben, ob es gefallen hat oder nicht. Generell Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, Abo dalassen, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Also, bis dann.